Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts meldeten die Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden 19.990 neue Fälle. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Das RKI wies zudem darauf hin, dass sich immer mehr Labore an den Grenzen ihrer Auslastung befinden und mit dem Auswerten von Tests nicht hinterherkämen. Es sei deshalb dringend geboten, den Einsatz der Tests zu priorisieren. Außerdem melden die Krankenhäuser einen Anstieg der schweren Fälle. Wie derzeit die Situation auf den Intensivstationen ist, dazu ein Überblick. Intensivbetten wird es in Deutschland in nächster Zeit wohl noch genug geben. Europaweit gibt es hier die meisten pro 100.000 Einwohner, nämlich etwa 29. Der europäische Durchschnitt liegt bei rund 12 Intensivbetten. Ein Defizit gibt es in Deutschland aber dennoch, nämlich beim medizinischen Personal. Uwe Janssens, der Präsident der Deutschen Vereinigung für Intensivmedizin, spricht von einem dramatischen Mangel an Pflegekräften. Laut einer Erhebung des Deutschen Krankenhausinstituts von 2019 fehlen in Allgemeinkrankenhäusern ab 100 Betten allein in der Intensivpflege rund 4.700 Vollzeitkräfte. Kein neues Phänomen. Schon 2011 hatte demnach etwa ein Drittel der Krankenhäuser Probleme, ihre Intensivpflegestellen zu besetzen. 2019 waren es mehr als drei Viertel. Im Schnitt fehlen den betroffenen Krankenhäusern etwa 7 Vollzeitkräfte in der Intensivpflege. Dabei wird die Lage auf den Intensivstationen in den nächsten Tagen wohl angespannter werden. Denn die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen und der Anteil der positiven Corona-Tests steigt weiter. Die möglichen Auswirkungen zeigen sich auf den Intensivstationen aber erst später. Denn ab Symptombeginn dauert es laut RKI im Schnitt 4 Tage, bis eine Person wegen eines schweren Verlaufs ins Krankenhaus eingeliefert wird. Bis zur Aufnahme in die Intensivstation vergehen etwa 10 Tage. Fragen dazu an Andreas Botzlar vom Ärzteverband Marburger Bund. Guten Tag nach Berlin. Hallo, Herr Lerkowski. Was hören Sie denn von Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken? Spüren die schon eine Mehrbelastung infolge der steigenden Corona-Fälle? Naja, selbstverständlich. Wir haben ja schon länger natürlich die Situation, dass wir unter besonderen Bedingungen arbeiten müssen. Wir haben auch die Situation, dass wir wieder in zunehmendem Maße den Regelbetrieb umplanen müssen. Und mit der steigenden Infektionszahl hat der ein oder andere vielleicht trotz aller hygienischen Vorsichtsmaßnahmen auch die Sorge, am Ende sich selbst anzustecken und zu erkranken. Und unter welchen? Und Sie dürfen ja nicht vergessen, dass es zwischen den Gesunden mit einem positiven Test und denen, die so krank sind, dass sie eine intensivmedizinische Behandlung brauchen, auch noch zahlreiche Patienten gibt, die entweder teils durch die niedergelassene Kollegenschaft behandelt werden oder im Krankenhaus eben auf Normalstationen. Und diese Patienten werden mehr. Und unter welchen Umständen rechnen Sie dann mit einer kritischen Situation? Ja, den Begriff kritische Situation möchte ich eigentlich vermeiden, weil das ja bedeuten würde, dass man die Kontrolle verloren hat. Wir haben ja Maßnahmen jetzt ergriffen, die den weiteren Anstieg der Fallzahlen bremsen sollen, rechtzeitig und hinreichend, wie ich denke. Und auf die Weise müssten wir eigentlich in der Lage sein, eine kritische Situation zu vermeiden. Die kann aber, wenn es eben nicht gelingt, den Anstieg, den wir zuletzt gesehen haben, rechtzeitig zu bremsen, natürlich auch relativ schnell eintreten, wie man an ein paar uns umgebenden Nachbarländern dann doch sieht, die ja mit ihren eigenen Behandlungskapazitäten, Belgien zum Beispiel, einfach nicht mehr hinkommen. Solange wir dazu absehbar in der Lage sind, ist es auch ethisch geboten, dann entsprechend helfend zur Seite zu stehen. Da wird in diesem Zusammenhang dann oft von einem drohenden Kollaps des Gesundheitssystems gesprochen, den man ja vermeiden möchte. Das würde sinngemäß völliger Zusammenbruch bedeuten. Kann so ein Szenario tatsächlich auch bei uns drohen? Fragen, die man mit kann stellt, die muss man ja immer mit ja beantworten. Theoretisch ist das natürlich möglich, aber ich glaube, wir tun alles, um das zu vermeiden. Und dazu gehört es halt, die knappste Ressource, die wir ja haben, nämlich qualifiziertes Personal, sowohl im ärztlichen als auch im pflegerischen Bereich, schonend einzusetzen. Das bedeutet, wir brauchen sofort eine Befreiung von allen bürokratischen
unnötigen Tätigkeiten, Dokumentationspflichten, die nicht zwingend notwendig sind, damit man sich auf die Patientenbehandlung konzentriert. Unsere ganzen Kontrollmechanismen, die wir haben, auch in Abrechnungsfragen, binden unglaublich viel Personal, das an der Patientenbehandlung besser eingesetzt wäre. Man kann natürlich auch, sagen wir mal, Mitarbeiter, die sich in Medizinbereichen, die mit der Infektionsbehandlung nicht so viel zu tun haben, rechtzeitig umtrainieren, sodass man sich da zusätzliche Kapazitäten erschließt. Jedenfalls aber darf man Personal nicht weiter auf Verschleiß fahren und Signale, wie es zum Beispiel in Niedersachsen passiert ist, Personaluntergrenzen aufzuheben oder Tagesarbeitszeiten hochzusetzen, sind in dem Zusammenhang völlig kontraproduktiv. Was Sie da jetzt meinen zur Behebung von Personalmangel, wäre ja sozusagen eine Umschichtung des vorhandenen Personals. Aber kann man jetzt inmitten der Pandemie mit all den Einschränkungen auch noch insofern gegensteuern, dass man neues Personal bekommt? Also neues Personal zu rekrutieren ist ja eine langfristige Aufgabe. Das hat viel mit der Attraktivität der Berufe zu tun und die entsprechende Ausbildung vorausgesetzt haben Sie ja viele Jahre Vorlauf. Das ist eine Aufgabe, die wir auch haben, aber das hilft uns kurzfristig ja nichts. Was uns kurzfristig hilft, hatte ich ja schon gesagt, ist die Befreiung von Unnötigem, gegebenenfalls sogar die Rekrutierung von Personen, die aus den Berufen abgewandert sind. Die brauchen natürlich vielleicht das meiste Training, um wieder im eigentlichen erlernten Beruf tätig werden zu können. Und natürlich das Umsetzen. Also das Einfachste ist ja zum Beispiel Anästhesiepersonal aus dem OP, wenn sie Elektiveingriffe, also geplante Operationen, reduzieren in Intensivstationen, auch solchen, die sie zusätzlich etablieren, arbeiten zu lassen, weil in beiden Fällen brauchen sie ein Beatmungsgerät, dann haben sie sozusagen ganz wenig Trainingsaufwand. Ich würde trotzdem gerne noch mal nachfragen, auch wenn Sie sagen, neues Personal zu rekrutieren sei eine langfristige Angelegenheit. Es hat ja nun gerade diese neue Tarifeinigung gegeben, wo es deutlich mehr Geld fürs Klinikpersonal geben soll. Würden Sie sagen, das wird sich auch bei der Personalsuche positiv auswirken? Und falls ja, wann? Also Sie sprechen auf den Tarifvertrag im öffentlichen Dienst an, der ja das Pflegepersonal, insbesondere der kommunalen Krankenhäuser, betrifft. Als Marburger Bund verhandeln wir für die Ärzte ja eigene Tarifverträge. Jetzt ist es für mich schwierig und auch nur fraglich angemessen zu beurteilen, wie andere Berufsgruppen ihren Tarifabschluss finden. Ich denke schon, dass es ein Signal in die richtige Richtung ist. Ob es allerdings hinreichend ist, das müssten die Betroffenen vielleicht besser selbst sagen. Und wie gesagt, eine Wirkung bezüglich der Frage, wie attraktiv ist der Beruf, ist immer eine langfristige, kurzfristige Auswirkung, kann ich mir da eigentlich nicht vorstellen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Botzler. Sehr gerne, vielen Dank.